Wasser, Leute, sagt der Drag Lannister, in die falsche Richtung winkt. Jedenfalls annähernd zu euch hin. Hier ist wieder Drag Lannister mit Let's Suicide Dark Souls. Wir steigen jetzt in den DLC-Content ein, wo wir eine Cutscene genießen, die mich ein bisschen an Zelda Twilight Princess erinnert. Ihr werdet sehen, warum, wenn ihr es kennt. Untersuchen. Und an die Gemäldewelt. So ein bisschen. Und weg ist das Tor zur Welt. Es ist keine andere Welt. Es ist, wie ich weiß, die Vergangenheit. Mausoleumsgarten. Genau, wie viel Estes kriegen wir hier raus? Ich werde es nämlich entfachen. Dann nehme ich gleich meine Doppelmenschlichkeit. Haben wir ja noch ein paar. Tschuuu! Und dann kann ich auch gleich mal ein paar Seelen nehmen. Nehmen wir eine 10.000er Seele. Ups, das ist keine 10.000er Seele. So, die Feuerhüterseele hebe ich noch für den Zeitpunkt auf, wann ich endlich mal dran denke zu lesen, wie man eine Feuerhüterin wiederbeleben soll. Ich habe den Kommentar ja gestern erhalten, weiß den Namen leider nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant und ich wäre sehr verblüfft, wenn das funktionieren würde. Und bin auch sehr gespannt, wie sich das ausgehen wird und werde dem natürlich dann nachgehen, soweit es geht. Das ist meine Pflicht als Let's Player, dass ich dem aus dem Grund gehe. Ach, die haben wir so aufgewählt. Dann würde ich mal sagen... Huch. Nicht die innere Kraft. Oh, wenn wir dann schon mal hier am Leuchtfeuer sind, kann ich dann auch gleich meine Pyromantie-Zauber umwählen, dass ich nicht aus Versehen die innere Kraft andauernd mache. So. Das sind immer 2000. Dann kann es noch weitergehen. 41.000, wir werden 45.000, glaube ich, brauchen. Vielleicht noch mehr. Gucken wir mal, wie viel wir brauchen. Aufsteigen, 46.000. Haben wir noch eine Tausender? Ich will noch nicht alles verbrauchen. Wir verbrauchen das meiste, weil das Let's Suicide neigt sich dem Ende zu. Und ich habe offscreen eine andere Datei. Oh, das war jetzt eine 2000er. Egal, die 1000 Seelen. Kondition. Bringen wir langsam auf denselben Level wie Vitalität. 89 ist unser Level. Ach ja. Aushöhlung umkehren. Wabusch. Menschliche Gestalt erhalten. Entfachen. Oh, geheiligtes Leuchtfeuer, entfache dich und beschere mir ein zehntes Estes. Und nicht zu vergessen, Zauberer entstimmen. Dass wir den abwählen und dafür dann unserem kleinen Feuerball, genau, den kriegen. Davon können wir dann 8 schleudern und jetzt sind wir, glaube ich, gewappnet für alles, was in diesem DLC so kommen mag. So, entschuldigt die Stille, da musste ich gerade aufstoßen. Eine Nebelwand. Bereits zum Anfang. Mausoleumswächter. Ein Boss. Bereits zu Anfang. Wow. Hey, übertreibt nicht. Na, es macht nicht ganz so viel Schaden, wenn man es abwehrt. Ich mache aber auch nicht ganz so viel Schaden. Okay. Wow. Gute Combo-Attacke. So. Dem wollen wir also zur Seite ausweichen, damit er da nicht nachsetzt. Und ihm dann einen reinwürgen, wollte ich sagen. Aber irgendwie stinke ich hier gerade ziemlich ab. Okay. Ein bisschen hinter den kommen. Vergiftung? Toxisch. Ach du Schande. Ja klar, Skorpionenschwanz, Chimera. Ergibt Sinn. Okay. Na. Ich bin viel zu langsam für diesen Kampf, habe ich das Gefühl. Natürlich schlägt es mich mit dem Gift. Aber das ist auch egal, wenn ich eh schon vergiftet bin. Es ist fast schon klar, dass wir diesen Kampf verlieren werden. Den Skorpionenschwanz kann man, glaube ich, auch abschlagen. Hört es sich jedenfalls von den Geräuschen her gerade so an. Wir können eh nicht abwehren. Ich meine, meine Ausdauer war weg. Oh, er setzt also nicht immer nur einen Blitzangriff nach. Aber das hat man eben auch schon mal bewundern können. Bereits dieser Gegner macht mir schon die Hölle heiß. Okay. Erstmal so. Oh, verdammt. Ich komme auch auf keinen guten Nenner hier.
Ah! Jetzt bleibt der nicht weg. Ich kann auch keine Pyromantie-Zauber anwenden. Ich glaube, ich muss ein bisschen weniger angriffslustig kämpfen. Und beim nächsten Versuch auf jeden Fall eine Vergiftung vermeiden. Das war ein guter Zeitpunkt zum Attackieren. Also hier schaffen wir es nicht, das ist schon klar. Mein Abwehrtiming ist auch unter aller Sau. So, ey, ich hatte Schule. Was erwartet ihr mir von, von mir für Konzentration, bitte? Außerdem bin ich hier dauervergiftet. Allein das macht schon einen Großteil des Kampfes aus. Ein Estes. Wir haben ihn halb besiegen können. Mit weniger Fehlern. Und vor allen Dingen keiner Vergiftung. Bei der Stampfattacke können wir ganz gut unter ihn kommen. Das ist ein super Momentum, um mehrere Schläge zu verpassen. Wenn man genug Ausdauer hat, versteht sich. Aber da muss man die... Da macht er nämlich gerne diese Attacke und die hat mich ja überhaupt erst vergiftet. Okay. So. Nehmen wir das letzte Estes. Alles oder nichts. Ach, man kann ja auch... Ah, klar. Ist aber nicht so empfehlenswert. Man sollte der Attacke generell ausweichen. Wenn man es denn kann. Ach. Sowas macht er dann auch? Wir können ihn auf jeden Fall besiegen mit weniger Fehlern. Was auch immer er da jetzt gerade für eine Show abzieht. Ah, Mann. Ich habe auch das Gefühl, dass ich weniger im Wasser kämpfen sollte. So, das war meine Ausdauer. Mein Leben geht jetzt eh down. Allein das Gift, was fast losgeworden wäre. Was ich fast losgeworden wäre. Oh, ich kann nicht sprechen vor lauter Konzentration hier. Auf jeden Fall, wir können den Gegner besiegen. Das ist kein Problem. Wir müssen es bloß mit ein bisschen mehr Taktik anstellen. Und diese Taktik werde ich jetzt herausfinden. Okay, dieser DLC ist wirklich eher fürs Endgame ausgedacht. Und... Oder ich stelle mich einfach nur total dämlich an. Das kann natürlich auch sein. Ich könnte mir jetzt auch noch einen Feuchtleuer. Genau, ein Feuchtleuer. Ein Leuchtfeuer auf 15 ausweiten, dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Mit 10 Estes sind wir so weit gekommen. Dann schaffen wir das restliche Leben mit 15 auch. Aber ich sträube mich dagegen, weil wir wollen es uns nicht zu leicht machen. Die Seelen können meinetwegen dort liegen bleiben. Dann setzt die Attacke nach. So, ich habe die Vergiftung vermutet, aber selbst mit der könnten wir klarkommen. Wir würden wahrscheinlich nach dem Boss nur irgendwie sterben. Es ist eine toxische Vergiftung, was auf jeden Fall bedeutet, was auf jeden Fall bedeutet, dass wir dann Moosklumpen mit Blume bräuchten. Und den habe ich nicht. Gut, wenn wir hier so an der Seite dagegen... Oh, ich habe Angst vor dem Skorpionenschwanz. Das ist mit Abstand das Heftigste. Denn eine Vergiftung ist schlimmer als alles andere. Es ist kontinuierlicher Schaden. Okay. Ich sollte ein bisschen Abstand wahren. Dieser Skorpionenschwanz macht mir nicht umsonst Angst. Er hat schon seine Begründung. Also es hat schon seine Begründung, dass er mir Angst macht. Aber es läuft bereits jetzt schon besser als eben. Ich habe nur einen Schlag gemacht, weil Abwehr... Dieser Skorpionenschwanz. Deswegen rolle ich auch immer, obwohl es keinen Angriff gibt. Ich muss ein bisschen zurückweichen, dann geht's auch. Hey, er ist gerade in einer Animation stecken geblieben. Unser erstes ist... Oh, jetzt macht er diese Attacke. Jetzt spammt er seine Blitzattacken, weil er ein bisschen Distanz zwischen uns gebracht hat. Und macht mein Estes nutzlos. Und vor allen Dingen mein Leben... He's rendering my life useless. Au. Mich trotzdem erwischt. Jetzt kriegt er mich mit ein paar Attackenfolgen. Ah, hat trotzdem ausgereicht. Oh nein, der Schwanz. Ich sehe es schon kommen, dass ich wieder vergiftet werde. Und das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Der Anfang des Kampfes... die Mitte war dürftig, aber der Anfang war ganz gut. Okay, wenn er zurückfliegt, haben wir ein Angriffsmomentum. Hui! Der Attacke auszuweichen war nicht schwer. Danach hat er eine Erholungsphase. Oh. Verdammt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er das jetzt einfach so macht. Oh. Man darf sich auch währenddessen nicht heilen. Alter. Ich konnte der natürlich nicht ausweichen.
Der Kampf lief am Anfang ja ziemlich gut. Dachte ich mir. Das war aber auch abzusehen diesmal. Ich würde sagen, wir haben trotzdem noch eine Chance. Gerade eben haben wir den meisten Schaden auch während der Vergiftung rausgehauen. Wobei ich da auch ein bisschen rücksichtslos gekämpft hatte. Und er vor allen Dingen, er hat mir mehr Angriffsmöglichkeiten geboten. Und jetzt war's das auch schon. Verdammt. Verdammt. Ich würde sagen, auf ein neues. 10 Minuten haben wir schon in diesem Part. Alter Falter. Alter Verwalter. Aber einen Versuch starten wir auf jeden Fall noch. Wer weiß, vielleicht läuft's ja jetzt optimal. Alter. Wow. Wow. Nicht schlecht. Ich nehme diese Herausforderung aber gerne an. Eine große Herausforderung ist auch, dass wir ziemlich langsam sind. Das ist bei diesem Kampf eigentlich schon ein Hindernis, weil man könnte vielen Attacken, die ich ausweiche, die ich abwehre, auch einfach ausweichen und allein damit dann schon viel Ausdauer und sowas sparen. Okay, Ausdauer sparen ist auch gut, denn mit weniger Rüstungsteilen kriegt man Ausdauer schneller wieder, so viel weiß ich ja. Ich trage ja bewusst eine schwere Rüstung, ne? Schwere Rüstung ist nicht nur Vorteil, lasst euch das gesagt sein, Leute. Ist ja klar. So ein Ding ist schwer. Es hat nicht umsonst schwere Rüstung. Aber eine Rüstung im Allgemeinen auch. Das ist nicht nur unsere Bewegungsgeschwindigkeit, die dadurch beeinflusst wird. Das konnten wir zum Glück noch machen. Habe ich dann immer die Ausdauer, dass ich zur Seite rollen kann? So hätte ich sehr viel Schaden vermeiden können beim letzten Versuch. Okay. Ich wollte vor ihm kommen, weil ich doch sehr großen Respekt vor dem Schwanz habe. Den Skorpionenschwanz. Das ist mein größtes Problem in diesem Kampf. Auch in diesem Part. Alter. Nehmen wir doch die. Au. Das geht allerdings. Auch wenn diese Attacke ziemlich viel abzieht, der Skorpionenschwanz zieht im Endeffekt auch gleich mehr ab. Und ich will ihn deswegen nicht von hinten angreifen. Die haben sich da wirklich einen Gegner ausgedacht? Boah. Der irgendwie gegen alle Arten von Openings gefeit ist fast. Die Frage ist, wie werden die anderen Gegner in diesem DLC noch sein? Ah. Also wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, ne? Möchte ich nur noch mal so anmerken. Wenn ich erst das benutzen muss, komme ich auch irgendwie nicht mehr da raus. Ich habe jetzt nicht angegriffen. Ich fand es zu riskant. Ah. Diese Blitzattacke. Die ist manchmal auch ein bisschen unberechenbar. Diese Attacke macht er ja trotzdem. Ich vergesse das immer und greife dann an. Na? Weg hier? Dachte ich mir. Es war aber auch klar. Das wäre jedenfalls meine Reaktion gewesen, wenn ich einen Skorpionenschwanz hätte. Ich höre leider ein bisschen wenig von der Melodie, weil bei mir der Ton so leise ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon ziemlich episch ist. In Ordnung. Chimäre. Ich wollte schon sagen, irgendwann müssen wir mal aus diesem Attackenmuster rauskommen. Na? Und so. Da können wir auf jeden Fall ranschlagen. Das war eine super Möglichkeit, wenn wir es schaffen, diese Attacke auszuweichen. Die ist eigentlich unser größtes Opening. Unsere größte Angriffsmöglichkeit, wenn man ihr bloß immer ausweichen könnte. In diesem Kampf würde generell viel mehr gehen, wenn man richtig ausweichen würde. Ne, Draglinus? Weniger als die Hälfte des Ästes. Und trotzdem nur halbes Leben weg. Bis jetzt sieht es nicht so gut aus. Aber wir hatten auch einige Fehler drin. Aber dafür jetzt keine Vergiftung. Womit wir aber jederzeit rechnen müssen. Dieser Gegner lässt nicht mit sich spaßen. Wir hätten im Notfall auch noch immer eine Menschlichkeit, die wir aufpoppen können. Aber ich weiß nicht, ob ich die ausgewählt habe. Okay, wir nehmen Estes. Riskant, riskant.
Okay. Hier macht er nämlich das. Und das reicht mindestens dafür. Okay, wir konnten gerade einer Skorpionenattacke entgehen. Verdammt. Er hat sofort das dran gesetzt. Ansonsten hätten wir jetzt ein gutes Opening gehabt. Whoops. So, zur Seite ausweichen bringt auch was. Und nach hinten nach Möglichkeit, aber dann erreichen wir ihn nicht. Mit einer Lanze wäre das gegangen. Ich habe ja eine, aber sie macht kaum Schaden. Das wette ich. Ei. Normaler Blitzschaden. Und so. Wenn ich gerade ein bisschen wortkarg bin, liegt das daran, dass ich mich einfach nur konzentriere, das hier mal zu schaffen. Seit Onzi und Smurf hatten wir keinen Boss mehr, der mich so lange auf Trab gehalten hat. Diese Blitzattacken, ich will die eigentlich möglichst vermeiden. Die bringen mich immer so ein bisschen aus dem Konzept. Vor allen Dingen hält er dann irgendwie nicht auf, so manche Attacken zu machen. Die da zum Beispiel, die mich auch ziemlich verwundet. Was? Oh, das war dämlich. Ich hatte keine Chance mehr aufzustehen. Wäre er weggesprungen. Okay, vertagen wir das auf den nächsten Part. Wir haben auf jeden Fall eine Chance. Und ich schaffe das auch ohne Leuchtfeuerentfachung. Bis zum nächsten Mal. Das sehe ich nicht ein, dass ich jetzt hier versage. Tschüss.